the pool. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the... Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Video. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert. Es tut mir sehr leid, dass ich ein bisschen länger gebraucht habe diesmal. Aber leider war hier bei mir zu Hause ziemlich viel los. Wie soll ich das sagen? Ja, ich würde sagen, wie das Leben so spielt. Aber heute habe ich die Zeit und die Muße dazu, dass ich wieder aufnehme für euch. Und ich möchte euch gerne zeigen, was ich in den letzten, ich meine, es sind schon fast 5 Wochen, was ich da alles gewerkelt habe. Für alle Neuen stelle ich mich noch mal kurz vor. Ich bin die Susanne, die meisten sagen aber auch Susi zu mir. Das ist mein Kanal Susannes, steht Susannes Bastelwelt, aber hier geht es nicht nur ums Basteln, sondern auch ums Handarbeiten. Und vorrangig momentan ums Stricken, aber ab und an häkle ich auch und ich sticke auch Kreuzstich, aber das ist momentan ein bisschen im Hintergrund. Also Hauptmotivation habe ich momentan sehr viel für Stricken. Ja, ich komme aus Österreich, wie man vielleicht auch an meinem Akzent vielleicht ein bisschen merkt. Ich versuche für euch so deutlich und hochdeutsch wie möglich zu sprechen, damit mich auch alle verstehen. Ich habe hier zu Hause einen Mann, 2 Kinder, 2 Katzen, bin noch 42 Jahre. Ja, und wie gesagt, Handarbeiten ist eines meiner Leidenschaften. Und ich würde sagen, ich schnacke jetzt nicht mehr lange, damit das Video nicht allzu lange wird, weil ich habe euch ziemlich viel zu zeigen. Und ich würde sagen, ich fange mal mit meinen fertigen Projekten an. Und da starte ich mit diesem schönen Shirt. Ist ein bisschen verknittert, weil ich hatte es schon an. Da werde ich euch dann hier irgendwo ein Tragefoto einblenden, wenn ich eins habe. Und sonst einfach ein anderes. Also das ist das Shirt, wie heißt das noch schnell? Moment, ich hole noch schnell die Anleitung, die habe ich auch hier. Die kann ich euch bestimmt dann zeigen. Und zwar ist das natürlich wieder ein Shirt von Maschengedöns gewesen. Ich glaube, das ist hier hinten eines der letzten Anleitungen. Ich gucke mal genau, das Strip des Light war das. Moment, zeige ich euch. So, hier. Das ist die Anleitung. Strip des Light von Maschengedöns. Wie ihr an sicher schon gemerkt habe, ich stricke sehr viel und sehr gerne Anleitungen von Maschengedöns, weil die sind nämlich wirklich einfach und leicht zu verstehen. Das habe ich auch im Zuge eines Karls, eines Sommerkarls von Screaming Colors gestrickt, weil das Shirt ist auch aus, war die Bedingung, stricken kann man, was man will, aber es muss aus einer Sommerwolle von Screaming Colors sein. Und da habe ich die Color Silky genommen, die Peach Blush, glaube ich, heißt sie. Aber ihr könnt dann gerne bei Reverie nachgucken. Da habe ich meine Projekte eingepflegt. Da steht auch alles dabei. Wie ihr seht, das hat so ein Fallmaschenmuster. Und ich muss sagen, es passt sehr gut. Es trägt sich auch gut, auch bei ziemlich heißer
Sonne, also wie es da so heiß war, hatte ich das an, weil ich meine Tochter im Krankenhaus besuchen musste. Und da hatte ich das mal an und ich hatte so extrem geschwitzt, aber da, wo das Shirt war, habe ich überhaupt nicht geschwitzt. Also diese Wolle, die ist schön weich, die trägt sich sehr, sehr schön, wie ihr seht, schön gefärbt. Also das ist mein erstes fertiges Projekt. Das habe ich gestrickt, meine ich, mit 3,5. Bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Schaut einfach bei Ravelry rein. Da verlinke ich euch meine Seite. Da könnt ihr bei den Projekten nachgucken. Da habe ich natürlich alles eingepflegt. Aber ich glaube, dass ich das mit 3,5 gestrickt habe. Und ich habe, glaube ich, nicht ganz 1,5 Knäuel gebraucht. Also Stränge. Also wie gesagt, das ist das erste fertige Projekt. Dann kommen wir zum nächsten fertigen Projekt. Und zwar, das ist dieser hier. Das ist der Twister Loop. Da gibt es auch die Anleitung bei Ravelry. Ist auch eingepflegt. Also die Farben kommen natürlich jetzt nicht so schön raus. Ich werde mal versuchen, ein bisschen weiter. Ja, genau so sieht man es jetzt besser. Von hellrot bis ins komplett dunkelrot. Genau. Und der Clou ist an dem Twister Loop, er hat da Löcher. Einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen Seite und der wird dann zusammengenäht. Den habe ich für eine ganz, ganz liebe Freundin. Ich grüße dich, liebe Bettina. Den habe ich für sie gestrickt. Und da zeige ich euch natürlich auch die Anleitung. Ist auch alles auf Ravelry verlinkt. Das ist diese Anleitung hier. Und da habe ich einen Bobbel verwendet. Einen vierfädigen, glaube ich, meine ich, war das. Ich guck mal noch schnell. Ja, das kann man hier. Ein Drei- oder ein Vierfädiger. Nein, das war ein Dreifädiger. Da habe ich einen dreifädigen Bobbel genommen. 1000 Meter, den habe ich komplett aufgestrickt. Mit der Nadelstärke 3,5. Jo. Recht viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Der Bobbel ist ein 50 pro 50, 50, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Jo, ich glaube, mehr gibt es zu dem Twister Loop nicht zu sagen. Ist auch nicht schwer zu stricken, können auch Anfänger stricken, weil der besteht nur aus rechten Maschen. Der wird nur aus rechten Maschen gestrickt. Und wie gesagt, ist eigentlich ganz, ganz einfach zu stricken. So, das ist mein zweites fertiges Projekt. Dann habe ich ein drittes fertiges Projekt. Und zwar hatte ich da Bobbel von der lieben Bettina bekommen. Und ich habe gesagt, bevor sie die weggibt, sie soll sie mir schicken und ich stricke ihr daraus was. Der eine Bobbel hat ihr nicht mehr gefallen. Jetzt hat sie sich von meinen was ausgesucht. Da hat sie sich diese Farbe ausgesucht und da habe ich ihr, wie gesagt, diesen Twister-Look gestrickt. Und aus den anderen stricke ich dann für mich was. Den zeige ich euch dann auch noch, weil der ist auch schon angestrickt. Und der zweite Bobbel, den ich von ihr hatte, war dieser hier. Und zwar der Himbeersorbet. War dieser hier. Sieht man leider den Farbverlauf nicht mehr. Das ist das, was noch übrig geblieben ist von dem Bobbel. Das waren 750 Meter, vierfädig, Nadelstärke 3 bis 5, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Kann man Handwäsche oder mit 30 Grad Wollwaschprogramm. Der war vom Stricknadelzauber. Und da habe ich der lieben Bettina daraus für ihre Tochter
einen Löwenzahnrock gestrickt. Die Anleitung ist von Petit Knit. Die kann ich euch leider nicht zeigen, weil die Anleitung habe ich hier auf meinem Handy. Die habe ich nicht ausgedruckt. Normalerweise drucke ich immer alles aus, aber diese Anleitung habe ich dann nur auf dem Handy. So wie ihr seht, ein bisschen abgewandelt, weil unten hätte eigentlich so ein Rüschenverlauf kommen sollen. Aber die liebe Bettina hat mir dann die Länge für den Rock gesagt, was ihre Tochter ungefähr braucht. Und da haben wir dann entschieden, dass ich unten dann nur ein kleines Bündchen dran mache. Oben ist das Bünd, oben der Bund ist doppelt gestrickt. Also wie ihr seht, den habe ich dann da innen angenäht. Da kann sie dann noch entweder einen Gummi oder ein Bändchen durchziehen. Da habe ich hinten noch ein Stückchen offen gelassen. Genau, und das ist der Löwenzahnrock von Petit Knit. Das ist der Rock für die Tochter meiner Freundin. Die habe ich gestrickt mit Dreiernadel. Genau, die habe ich gestrickt mit Dreiernadel. Und ich stricke eigentlich immer mit meinen Knit Pro Nadeln mit dem Zink. Ja, also, das ist mein drittes fertiges Projekt. Ein Projekt habe ich noch, das fertig ist. Und zwar habe ich dann nochmal einen Löwenzahnrock begonnen, weil ich so Spaß dran hatte. Das Einzige, was hier noch fehlt, ich muss hier oben noch das Bündchen umnähen. Dazu bin ich leider noch nicht gekommen. Also wie ihr seht, das rollt sich momentan. Den muss ich dann nur noch so umnähen. Genau, wieder so doppelt umnähen. Und auch hier habe ich den Rand unten nur mit einem Bündchen gemacht. Und da habe ich fast alles aufgestrickt. Bis auf einen kleinen Rest, den ich dann noch zum Vernähen verwende, das war der Bobble von Lady D Traumwolle. Das war der Moments in Rose. Hatte eine Lauflänge von 150 Gramm auf ca. 450 Meter. 50% Baumwolle, 50% Polyacryl. Ob es den noch gibt, das weiß ich nicht. Ihr seht natürlich jetzt alles spiegelverkehrt. Ich hoffe, jetzt an dem Video dann nicht mehr spiegelverkehrt, weil ich habe da hoffentlich das richtig umgestellt. So, hier habe ich auch mit Dreiernadel gestrickt und wie ihr seht, ein wunderschönes Muster, ganz einfach. Gebt einfach mal bei Google Löwenzahn Rock von Petit Knit ein, dann müsstet ihr den eigentlich finden. Weil bei Reverie habe ich geguckt, ist der nicht drinnen, die Anleitung, aber ich glaube, wenn man den bei Google eingibt, dann findet man den schon. Also, das ist mein zweiter Löwenzahnrock von Petit Knit, auch mit einem vierfädigen Bobbel, wie gesagt. Ja, wer den bekommt, das weiß ich noch nicht. Aber ich hatte so viel Spaß an dem ersten Rock, dass ich unbedingt noch einen zweiten anfangen musste. So, und das waren jetzt mal meine fertigen Projekte. Jetzt zeige ich euch, was ich in Arbeit habe. Und zwar als erstes zeige ich euch mal meinen Cardigan. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Wie ihr seht, sind beide Ärmel dran. Ist ein bisschen verknittert. Ich werde mal kurz reinschlupfen. Er ist ein bisschen weit geworden. Aber mal gucken, vielleicht legt sich das ja auch dann noch
Die Länge passt mir schon sehr, sehr gut. Den muss ich natürlich dann noch waschen und spannen. Hier kommt jetzt dann noch der Kragen dran und die Knopfleiste. Aber ich bin ehrlich, das war mir jetzt bei dem Wetter viel zu heiß zum Stricken. Aber so gefällt er mir schon sehr, sehr gut. So gefällt er mir echt schon sehr, sehr gut, wie gesagt. Tolles Muster. Das ist der... Ich schlupfe wieder raus, sonst wird mir das wieder zu heiß. Das ist der Froggy Roof Cardigan. Auch vom Maschengedöns. Auch hierzu habe ich einen... schon ein Projekt angelegt bei Reverie. Da ist auch die Anleitung verlinkt. Also das ist jetzt der Froggy Roof Cardigan, wie ihr seht, ein wunderschönes. Da stricke ich aus Wolle von Ferner Wolle. Stricke ich auch mit einer 3,0er Nadelstärke, damit er schön dick und fest ist, weil ich glaube, dass man das mit eigentlich die Wolle mit 4,5 bis 5 stricken sollte. Aber ich stricke es mit 3,0. Da ist es mit der Maschenzahl super gut aufgegangen. Und ja, wenn es jetzt kühler wird, dann werde ich mir die Knopfleiste und den Kragen dran stricken. Und dann kann ich ihn baden und spannen. Und dann kann ich ihn euch vielleicht beim nächsten Mal dann schon als fertiges Projekt zeigen. Und dann kann ich ihn auch hoffentlich dann bei den kalten Temperaturen, kälteren Temperaturen, als wir jetzt hatten, dann auch schon anziehen. So, das ist der Froggy Roof Cardigan. Wenn ihr dazu Fragen habt, einfach unten in den Kommentaren rein. Ich beantworte euch gerne alles, aber wie gesagt, bei Reverie habe ich meine Projekte, soweit die ich euch zeige, alle eingepflegt. Und da könnt ihr auch gerne nachschauen. So, was zeige ich euch als nächstes? Ein Projekt kann ich euch nicht zeigen, weil das ist ein Geschenk. Das zeige ich euch dann mit einem Foto im nächsten. Dann kann ich euch noch dieses zeigen. Wie gesagt, das ist der andere Poppel, den ich von der lieben Bettina bekommen habe. Der heißt Softes. 900 Meter, vierfädig. Auch mit einer Nadelstärke 3 bis 5. 50% Baumwolle, 50% Polyacryl. Entweder mit Handwäsche oder 30 Grad Wollwaschprogramm. Und daraus habe ich jetzt auch so einen Twister-Loop angefangen. Ich bin noch nicht weit, wie ihr seht. Hier hat es mir natürlich das jetzt ein bisschen durcheinander geworfen. Das gehört nämlich anders. Aber das ist am Anfang immer ein bisschen... Genau. So. Das gehört so. Wie ihr seht, das ist dann, das guckt dann da hinten so raus und dann strickt man halt so weiter. Am Anfang ist es ein bisschen tricky, aber das wird dann schon, wenn man mehrere solche offenen Stellen hat, dann wird es ein bisschen leichter. Also das ist wieder so ein Twister Loop und das sind noch die Farben, die kommen. Und da werde ich jetzt dann, wenn ich dann meinen Test stricke, den zeige ich euch dann auch noch, fertig habe, weiter stricken werde. Also, das ist der Twister Loop. Dann habe ich noch Socken auf den Nadeln. Und zwar, den hatte ich euch auch beim letzten Mal schon gezeigt, da war ja dieser eine Socke schon fertig. Meine ich? Ich glaube schon. Das ist der erste Socke. Das ist aus dem letzten Opal, aus dem Opal-Abo im Juni, glaube ich. Genau,
Und da hatte ich den einen schon fertig. Da habe ich zwei rechts verschränkt, zwei links, genau. Und das ziehe ich da am Fuß vorne weiter, bis ich bis zur Ferse, bis zur Spitze komme. Und da habe ich eine Bandspitze und ich stricke immer meine Bumerangferse mit den Zwischenrunden. Das ist die, die was ich gerne mache und die ich auch kann. Ich kann sonst keine andere. Und hier habe ich dann den zweiten Socken. Kleinen Moment. So, da bin ich jetzt nach der Ferse schon ein gutes Stück. Und daran werde ich jetzt dann auch weiter stricken. Genau, dasselbe. Das werden, glaube ich, 40, 41, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich meine, das werden 40, 41. Ich messe mal kurz nach. Das ist ja überhaupt kein Problem, das kann man ja abmessen, damit ich euch das genau sagen kann. Das werden Socken für meine Weihnachtsmärkte, damit ich hier wieder ein bisschen was zum Verkaufen habe. So. 28 cm, das sind dann genau, na, 42, 43er sind das. Genau. 42, 43 werden das. Also wie gesagt, der erste ist fertig. Und ich schätze mal, der zweite wird dann beim nächsten Mal auch schon fertig sein. Ich finde die Wolle sehr, sehr schön. Gebe ich wieder hier rein in meine Nadelgarage. Dann kann ich mit Sicherheit mir sicher sein, dass mir keine Nadeln runterhüpfen. So, das ist Knäueln. Ah, das ist Socke Nummer 1. Socke Nummer 2 ist dieser hier. Da habe ich den ersten noch nicht fertig. Den muss ich noch fertig machen. Und zwar werden das wieder BVB-Socken für unserem Freund. So, jetzt ziehe ich gleich die falsche Nadel raus. Prima. So, Maschen auffangen. Gar kein Problem. So, wie ihr seht, das ist die Colorami von Screaming Colors. Die hat sie mir damals als Wunschfärbung gefärbt. Und unser Freund, der war ja auf Urlaub hier und der hat dann gesagt, du Susanne, das erste Paar Socken, was ich damals von dir gekriegt habe, ich glaube, das hat er jetzt schon 3, 4 Jahre hatte das erste Paar bestimmt schon gehabt und das hat er eigentlich immer angehabt beim Arbeiten. Da hat er gesagt, das hat jetzt beim großen Zeh ein Loch. Und ich glaube, das lässt sich nicht mehr reparieren, weil ich auch die Wolle nicht mehr habe. Und somit habe ich gesagt, gut, weiß ich Bescheid, werde ich dir ein neues Paar Socken stricken. Und dann habe ich gleich angefangen, wie er da war. Natürlich habe ich es nicht geschafft, weil er ja nur von Montag bis Donnerstag da war. Aber ist egal, wir fahren vielleicht im Oktober nochmal zu ihm nach Dortmund und dann werde ich ihm die fertigen Socken dann mitbringen. Also das werden 44, 45er Größe. Habe hier natürlich auch wieder meine Bumerangferse gestrickt und jetzt stricke ich dann noch fertig hoch, damit ich die Spitze machen kann. Die Colorami, die geht leider bei Screaming Colors aus dem Sortiment, weil es, was ich überhaupt nicht verstehen kann, zu wenig gekauft worden ist. Ich liebe die Colorami. Die ist so super schön weich. Richtig angenehm zu tragen.
Also schaut gerne bei Steffi bei Screaming Color vorbei im Shop. Da gibt es wirklich tolle, tolle Wolle. Kann die Coloramie kann ich nur empfehlen. Das ist das zweite Paar Socken. Mein anderes Paar Socken, das mit dem Colorwork, da habe ich noch mit dem zweiten Socken noch nicht angefangen. Das kann ich euch noch nicht zeigen. Da hatte ich jetzt einfach noch keine Muse dazu. Die sind jetzt hier in diesem schönen Beutelchen drinnen, meine Socken. Dann kann ich sie auch schön mitnehmen. Tja, jetzt habe ich nur noch ein Projekt, was ich in Arbeit habe. Na, ich habe noch mehrere in Arbeit, aber die habe ich jetzt nicht hier, weil die sind jetzt stillgelegen. An dem, was ich gerade zurzeit arbeite, ist ein Teststrick. Und zwar auch für die liebe Steffi von Screaming Colors. Das zeige ich euch hier jetzt mal. Ich kann euch wahrscheinlich nicht sehr gut zeigen, weil es ziemlich viele Maschen sind. Ich versuche es jetzt mal, vielleicht euch die Mitte ein bisschen zu zeigen, dass ich es so auseinanderziehe. Genau, hier seht ihr, das wird ein Tuch. Das Tuch heißt Libelle. Das wird aus einem Farbverlaufsbobbel und aus einer Kontrastfarbe gestrickt. Also bis jetzt muss ich sagen, war das ein sehr einfaches, tolles Muster. Und da stricke ich, wie gesagt, aus Farbverlauf und aus dem Kontrastgarn. Ein Farbverlauf ist aus der Color High Twist, heißt natürlich auch Libelle. 80% Schurwolle, Merino Extra Fein Superwash und 20% Polyamid. Strickt man mit 2,5 bis 3 von der Nadelstärke her. Ich habe aber hier 3,75, so wie in der Anleitung angegeben. Das Knäuel hat auf 100 Gramm 400 Meter und kann gewaschen werden im Wollwaschgang bei 30 Grad. Und das Kontrastgarn ist die High Twist Konzept von Citron. Das kann ich euch hier zeigen. Da habe ich aufbewahrt. Das ist 80% Schurwolle Merino Extra Fein. Und auch 20% Polyamid. Hat auf 50 Gramm 200 Meter Lauflänge und ist die Farbe weiß. Also das habe ich jetzt noch für den letzten Abschnitt. Das ist aber nicht mehr viel. Das müsste sich eigentlich ausgehen. Und fürs Abketten. Ich hoffe wirklich, dass es sich auch ausgeht. Sonst muss ich mir vielleicht nochmal einen Knäuel nachbestellen. Weil die finde ich nämlich eh super, super toll. Ja, das war's, was ich so auf den Nadeln habe. Wie gesagt, stricke ich mit 3,75er Nadeln, auch wieder von Knitpro die Zink. Mehr kann ich euch dann über die Anleitung dann natürlich erst sagen, wenn sie fertig getestet ist und wenn sie dann rauskommt. Und jetzt kann ich euch dann nur noch zeigen, was so in letzter Zeit bei mir eingezogen ist. Und zwar den Verlaufsbobbel. Da werde ich euch auch noch mal ein Foto verlinken, dass ihr also hier irgendwo zeigen, damit ihr den kompletten Farbverlauf seht. Und da habe ich mich, wo ich mich nicht entscheiden konnte, entweder das Weiß von der Eiskontrastfarbe, da hatte ich mir dann auch noch ein Grau mitbestellt, habe mich aber dann doch für Weiß entschieden, weil ich dann fand, mit Weiß leuchten die Farben dann noch mehr. Also habe ich hier zwei Knäudeln von der Color, von der High Twist Konzept von Citron. Die werden dann in ein anderes Projekt wandern. Also das ist bei mir eingezogen. Dann sind noch ein paar andere
Sachen bei mir eingezogen. Und zwar habe ich mir dann noch einmal diesen Strang, ein Color Silk. Ah nein, das ist der verkehrte. Da hatte ich noch einen anderen. Ah, da habe ich jetzt das Falsche reingelegt. Genau, das ist die Wolle von meinem Shirt, das ich euch ganz am Anfang gezeigt habe. Die Color Silky Peach Blush. Ich werde euch ein komplettes Foto einblenden von der Bestellung, wo dann der eine einzelne Strang dabei war. Dann habe ich mir von der jetzigen Monatsfärbung, die heißt bei der Steffi von Screaming Colors, von der Auf der Color Heightwish, das Edit Lake heißt das. Da habe ich mir diese drei Knäudeln, wie ihr seht gar nichts, verkehrt. So. Habe ich mir drei Knäuel mitgenommen. Das ist 80% Schurwolle, 20% Polyamid. 2,5 bis 3 die Nadelstärke, 4 Meter auf 100 Gramm. Mal gucken, was ich mir daraus stricke. Genau, das ist das. Und dann gab es noch so eine Sonder. Das hatte sie in einem Live in ihrem bei Instagram gefärbt mit uns zusammen im Live. Und die hat mir so mega gut gefallen. Da habe ich auch schon eine Idee, was daraus wird. Da werde ich mir einen Cardigan daraus stricken. Und da habe ich mir alle 4 Knäuel geschnappt. Und zwar, das sind diese hier. Die finde ich so mega schön. Echt richtig schön, haben auch einen leichten Glanz, das ist die Color Balance und die Farbe heißt Orange, aber wie ihr seht, so leichtes bräunlich, orange, gelb, das hat mir so gut gefallen, da werde ich mir auf jeden Fall einen wunderschönen Cardigan daraus stricken. Und das ist, wie gesagt, die Color Balance. 60% Schurwolle und 40% Tencel. Strickt man mit 2,5 bis 3. Auch, hat auch 400 Meter auf 100 Gramm und kann man auch im Wollwaschgang bei 30 Grad waschen. Also diese 4 wunderschönen gefällt mir mega gut. So, jetzt muss ich schnell aufstehen. Kleinen Moment, weil ich habe da was vergessen, das ich euch noch zeigen möchte. Die hatte ich vergessen, mir mit herzunehmen. Und zwar auch noch bei der lieben Steffi habe ich mir hier ein komplettes Set für einen Pullover gekauft. Ich werde es mal rausholen. Also die Hauptfarbe ist dieses Silbergrau. Und dann gibt es noch als Kontrast dieses Petrol dazu. Und da werde ich mir von Knitagoras einen Pullover stricken. Ich werde es euch unten verlinken. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Aber wie gesagt, da werde ich mir von Knitagoras, das war eine Zusammenarbeit mit der lieben Steffi. Und da werde ich mir diesen Pullover draus stricken. Und das ist die Color Echo, wie gesagt, Silbergrau und Petrol. Das ist 100% Schurwolle, bioranisches Hochland, Woll, Non-Superwash. Das ist mit Nadelstärke 3 bis 3,5, hat 250 Meter auf 100 Gramm und ist Handwäsche. Genau, also da habe ich mir dieses Set hier noch gekauft. Wie gesagt, da werde ich mir dann den Pullover von Knitagoras stricken. Genau, das werde ich mir jetzt gleich wieder da rein
Das ist in diesen tollen Sack gekommen. Und dann habe ich mir bei der lieben Steffi auch noch so Mini-Stränge mitgekauft. Und zwar einmal das Set Peach auf der Color Yak. 65% Schurwolle, 20% Nylon und 15% Yak. Das sind diese schönen Farben hier. Genau. Und dann habe ich mir noch das Miniset Color Socks Jellyfish mitbestellt. Das ist 75% Schurwolle, Superwash, 25% Nylon, 2,5 bis 3 die Nadelstärke und hat auf 20 Gramm 80 Meter und kann man im Wollwaschgang bei 30 Grad waschen. Und das ist die Farbe Jellyfish. Die hat sie im Übrigen jetzt wieder nachgefärbt, weil so viele es wollten. Also schaut bei ihr rein. Diese Farbe wird es bald wieder geben. So, das war jetzt alles von Screaming Colors. Und dann habe ich das erste Mal bei Nordic Design bestellt. Und da habe ich mir einen Adventkalender gegönnt. Und dann habe ich auch so nochmal im Sale ein bisschen gestöbert. Und da habe ich mir auch was geholt. Als kleines Dankeschön gab es diese Karte von der lieben Eva. Wie ihr seht. Hier hinten ist die Seite drauf, guckt mal rein. Und dann hat sie mir noch so einen wunderschönen, einfachen Block noch mit dazu reingelegt. Habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Dann habe ich hier, habe ich was mitbestellt, die von Knit Pro, die Ginger Stricknadeln, aber die sind nicht für mich, weil ich komme ja mit Holz nicht klar. Die werden als Geschenk bei jemandem mit beigelegt. Und dann habe ich mir Wolle gekauft. Und zwar einmal von Lamana. Die Merida, da habe ich mir 6 Knäuel bestellt. Und zwar, das ist diese hier. Das ist ein schönes, helles Grau. Kann man mit 30 Grad waschen. Wollwaschgang. Strickt man mit einer Nadelstärke zwischen 2,5 und 3,5. Hat auf 50 Gramm 200 Meter Lauflänge, ist mit 50% Schurwolle, 25% Seide und 75% Polyamid. Das ist die Farbnummer. Genau, also einmal hier von 6 Knäuel. Und dann habe ich mir von Rowan, Marke Rowan, habe ich mir Lesgarn mitbestellt. Das möchte ich auch mal ausprobieren. Und zwar ist es Rowan Fine Lace, 50 Gramm, 80% Alpaka und 20% Wolle, also Wool steht da. Das ist dieses hier. Auch ein schönes Grau, ein bisschen ein dunkleres als vorher. Wie ihr seht, das ist der Unterschied. Und das strickt man mit einer Nadelstärke zwischen 2 und 4 und hat 400 Meter auf 50 Gramm. Genau.
und hat eine Angabe von, je nachdem wie man es strickt, mit welcher Nadelstärke, 20 bis 39 Maschen auf 33 bis 45 Reihen steht da drauf. Genau, kann man nur mit Handwäsche waschen. Genau. Darauf hatte ich jetzt einfach mal, das wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, von Rowan. Kriegt man ja hier bei mir in Österreich sehr, sehr schwer. Und dann habe ich mir noch eine zweite Farbe mitbestellt. Also von der grauen habe ich 5 Knäuel. Und auch von dieser Farbe hier habe ich auch 5 Knäuel. Das ist dieselbe. Genau, da habe ich so ein schönes Petrol, würde ich sagen. Und da werde ich mal gucken, was ich mir daraus stricken werde. Genau, das ist die Bestellung von Nordic Design. Schaut einfach mal bei der lieben Eva vorbei. Die hat auch tolle Holzsachen. Also wirklich, wirklich tolle Sachen. So, und was ich euch jetzt noch zeigen kann, aber da werde ich euch nicht alles zeigen, weil es ist einfach sehr, sehr viel, was ich da bekommen habe. Da muss ich da jetzt mal ein kleines bisschen umräumen. Und zwar habe ich von meiner lieben Bettina, die hat ausgemustert und da habe ich ein bisschen Wolle geschenkt bekommen. Und da werde ich euch auf jeden Fall mal hier, werde ich euch ein Foto einblenden. Ich lasse euch hier jetzt mal so reingucken. Es ist ein riesengroßer Karton, wie ihr seht. Und da habe ich hier ganz, ganz viel Wolle bekommen. Also da habe ich von online habe ich hier die Timon bekommen. Das ist Schurwolle und Polyacryl. 4 Knäuel. Genau. Dann habe ich von Scholana diese schöne Merino-Wolle in Orange bekommen. Das sind 5 Knäuel. Das sind auf 50 Meter 160 Gramm. Das sind 5. Ja, da komme ich locker aus. Da könnte ich mir einen Pullover stricken. Also da wird sicher was draus. Wir hatten dann nochmal von Scholana in Braun. Da hat sie mir ja schon mal was mitgeschickt. Da hat sie mir jetzt die Reste geschickt. Und das von online nochmal in Dunkelbraun. Dann habe ich hier noch von Lana Grossa die Lein Pura Romanze Conton. Das ist auf 50 Gramm 130 Meter. Da werde ich mal gucken. Da geht vielleicht ein kleines Tuch oder was ich daraus stricken werde. Dann ganz viel Sockenwolle, wie ihr seht. Genau. Dann hier nochmal Sockenwolle. Dann habe ich hier von Pasquale die Pinta. Da habe ich gleich 4 Knäuel bekommen. Entschuldigung. Sie hat da nämlich, sie ändert ein bisschen ihre. Na? Ihr Farbschema. Und da habe ich 4 Knäuel bekommen von der Pinta. Das ist, Moment, die hat auf 100 Gramm 425 Meter Lauflänge. Na, da kann ich mir locker einen Pulli draus stricken. Das geht sich locker aus. Strickt man mit einer Nadelstärke von
2 bis 3 Handwäsche oder 30 Grad Wollwaschgang, hat 25 Maschen auf 30 Reihen, bekommt man 10 mal 10 raus und ist eine Zusammensetzung aus 60% Wolle, Merino extra fein, 20% Seide und 20% Rami. Also da werde ich mir auf jeden Fall einen schönen Pullover stricken. Dann bleibt hier noch so ein freundliches Garn. Männersocken. Ein blaues, blau-schwarz. Da werde ich auch Socken draus stricken. Hier habe ich 2, ist auch Sockenwolle. Mal gucken, was daraus wird. Hier habe ich auch 2. Ich habe mich mega darüber gefreut, dass die liebe Bettina an mich gedacht hat. Dann habe ich hier noch so eine schöne Farbe. Gefällt mir auch, da werde ich mir vielleicht für mich selber Socken stricken. Dann habe ich hier noch ein Knäuel, so orange-rot. Dann habe ich hier noch 2 schöne Farben. Und dann habe ich hier noch so eine tolle Tasche. Und da ist eine tolle Box drinnen. Gucken, ob ich euch das so zeigen kann, ob ich sie rauskriege. Mal gucken, ob ich sie wieder rausbekomme. Die passt ein. Genau, das ist so eine schöne Box. Da ist oben ein Loch drinnen, da kann ich die Wolle drin lassen. Und da ist die in Grün von Kremke. Da ist von Kremke Soulwool Baby Silk Fluffy Solid drinnen, also in so einem Grün. Und das hat 200 Meter auf 50 Gramm, strickt man mit einer Nadelstärke 5. Ist nur mit Handwäsche und hat 16 Maschen auf 24 Reihen. Und ich sehe da gerade, da liegt noch was drinnen. Ich glaube, das muss ich ihr zeigen, dass sie sich da nicht 5,5er Nadel. Da liegen noch ein paar Sachen drinnen. Die werde ich ihr dann noch zeigen. Das habe ich gar nicht gesehen, weil ich gar nicht aufgemacht habe. Also, da habe ich auch noch 4 Knäuel. Darüber freue ich mich echt mega, mega. Da kann ich super tolle Sachen daraus machen. Ja, meine Lieben, wie ihr seht, ich habe hier riesengroße Sachen an Wolle bekommen. Und jetzt kann ich euch noch sagen, was so in nächster Zeit ansteht. Und zwar, wie gesagt, werde ich schon langsam anfangen, auch für meinen Weihnachtsmarkt ein bisschen was vorzubereiten, zu stricken. Da werde ich viel Socken stricken, mal gucken, ob auch noch ein paar Tücher von der Nadel springen, Loops, Mützen. Werde aber natürlich auch für mich stricken. Ich möchte mir den einen Cardigan noch stricken, wo ich euch die Wolle vorhin gezeigt habe. Ich werde mir Pullover stricken. Mal schauen, ob meine Tochter auch was möchte. Das ist so, was in nächster Zeit in Planung ist. Ja, und so von mir selber. Jetzt geht dann bald die Schule wieder los bei meinem Sohnemann. Eine Woche Ferien haben wir jetzt noch. Meine Tochter geht ja in der Zwischenzeit arbeiten. Die hat eine Lehrstelle gefunden.
Ja, und meine Katzen, denen geht's auch gut. Ja, wie es halt so ist im Leben, ne? Es kommt halt immer irgendwas, mit dem man nicht rechnet. Dadurch hat es diesmal ein bisschen länger gedauert, aber ich werde jetzt versuchen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare hinein, Entschuldigung, was euch lieber ist. Ob ich in Abstand von 4 Wochen ein Update machen soll, also ein Podcast, wo ich euch dann auch fertige Sachen zeigen kann, oder soll ich öfters einen Podcast aufnehmen, so alle 2, 3 Wochen, damit ihr ein bisschen mehr von den Fortschritten seht. Schreibt mir das einfach mal unten in die Kommentare hinein, was ihr euch wünscht von mir. Und ja, an alle, die mit dabei sind, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Es freut mich sehr, dass ihr meine Videos so zahlreich guckt. Freue mich auch über jeden neuen Abonnent, der dazu kommt. Es ist kostenlos, ihr wisst. Aber das hilft mir ein bisschen, dass ich weiterkomme. Ja, wie gesagt, Kommentare, wenn ihr Fragen habt, fragt mich gerne. Das werde ich euch dann gerne im nächsten Podcast dann entweder da beantworten oder ich schreibe es euch unten in die Kommentare rein. Ja, und dann würde ich sagen, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Qualität vom Video passt, dass es nicht zu oft gezoomt hat, wie bei den letzten Videos mit der Helligkeit. Und dann würde ich sagen, ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund. Alle, die krank sind, wünsche ich, dass sie schnell wieder gesund werden. Und die, was eine längere Krankheit haben, denen drücke ich ganz fest die Daumen, damit ihr genug Kraft dafür habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ganz viel Strickzeit und mach's gut. Tschüss.